Nehmen wir lieber das. Wie kann ich? Ihr braucht nur zu fragen. Damit können wir Ihr Vikonia braucht nur zu fragen. Weiter buffen. Sieh mal an, was für eine niedliche Gruppe fällt einfach bei uns ein. Wir sind bei der Vorbereitung eines Rituals. Also, das habt ihr jetzt zunichte gemacht. Was meint ihr? Das hier ist ein Laden und ich bin Kunde. Vielen Dank für diese interessante Demonstration von Primatenlogik. Jetzt haut ab. Was ist denn Primatenlogik? Zu eurer Information, eine Reihe bedeutender Soziologen und Psychologen hat postuliert, dass Läden in einer Zwischensphäre stehen, die ihrem Wesen nach weder privat noch öffentlich ist, sondern Elemente von beiden enthält. Schaufensterauslagen betrachtet man zum Beispiel am besten als geistige Konstrukte, die in das öffentliche Bewusstsein projiziert werden, um eine Massenkonformität zu erzeugen, die allein aus der vermeintlich privaten Domäne der Verbraucherentscheidung abgeleitet ist. Puh, das macht einen ja wirklich verrückt. Anhalten, anhalten, verdammt. Okay, wir haben unsere Nekromanten gefunden. Sorry, aber ja? Ihr habt uns hier. Oh, sehr viel Glück, Glück. Identifizieren. Aber waren das jetzt die beiden? Niemand. Nee, Arkion und Nymphäre. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich da gerade getötet habe. Den Zauber konnte ich lernen. Spinnenbrut. Beschwörung. Ja. Konnte ich nicht lernen. Schade. Durch plus 1, wer jetzt erwartet. Betäubungspfeile. Das hier ist natürlich mal wieder ein Stab des Feuers. Ein Ring, den wir so nicht identifizieren können. Feuerschutzrobe, Kälteschutzrobe, Blitzschutzrobe und noch eine Feuerschutzrobe. Juhu. Torheit des Narren. Geschicklichkeit um 50, Schleichen um 50 und Zauber scheitert zu 75%. Mhm. Okay. Er kann verkauft werden. Gleich hier unten. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Kumpel, wir haben da oben gerade mal deine Kollegen umgebracht. Ja? Lass mal sehen, was ihr habt. Also, Speer brauchen wir nicht. Abwehr, Armschienen brauchen wir auch nicht. Betäubungspfeile können auch alle 5 weg. Der Durchkern weg. Die Roben und der Torheitsring können alle weg. So. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, wir haben jetzt irgendein wichtiges Ritual gestört da oben. Das tut mir nur so ein kleines bisschen leid jetzt. Aber die Häuser kann man betreten. Hi Mick. Hey Kollege! Einige Nachricht. Muss die Großherzöge von der Befreiung der Mine von Naschke in Kenntnis setzen. Sie müssen erfahren, dass die Eisenversorgung wieder gesichert sein wird, sobald die Handelsstraßen sicherer sind. Einige Nachricht. So, wo geht's dahin?
Also wir können jetzt in die beiden Bezirke reisen. Hier ist übrigens das Tor. Also wir sollten uns erstmal hier unten fertig umsehen, bevor wir dann in den oberen Bereich gehen. Ihr braucht nur zu fragen. Die Tür dieses Hauses fällt schon aus den Angeln. Ihr nehmt an, dass das Haus schon hier seit Jahren unbewohnt ist. Ja, mein Schatz, aber natürlich. Schätzchen. Ja, wie ihr wünscht. Kinder. Für mit Vergnügen. Ich will zu meiner Mami. Nur weil du so tust, als wärst du ein harter Bursche, hast du noch lange nichts zu sagen. Hau ab. Mama hat gesagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Was machst du im Haus von meiner Mama? Hau ab. Wenn das euer Wunsch ist. Was wir machen, wir beklauen euch. Ah, nur wenn es was Wertvolles gibt. Glocke der Tiefe. Nein, danke, brauchen wir nicht. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Malz Waffengeschäft. Oh ja, das ist natürlich schön. Aber erstmal gucken wir hier ins Nachbarhaus rein. Mit Vergnügen. Worum geht, wie ihr wünscht? Oh, Archeon. Der wohnt also hier. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Kumpel? Geht weg, ich habe für jemanden wie euch keine Verwendung. Ihr seid vermutlich sowieso ein faireswegiges Spitzel. Sagt ihr, dass ich hier auf dem Fersen bin, dass Archeon etwas vorhat? Ja, aber natürlich, Schätzchen. Wenn das euch euch zu sehen? Es gibt sicherlich interessantere Orte für euch. Das hier ist doch nur ein einfaches Haus. Ich finde es lustig, dass der Typ hier oben einfach eine Frau hat. Gold. Isolationstrank. Was? Ein Isolationstrank? Hä? Ach, Elektrizitätswiderstand, okay. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Dann gehen wir mal in den Waffenladen. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Hallo, seid gegrüßt. Ich bin Miles. Ich weiß, dass hier sieht nicht gerade aus wie ein Laden, aber für mich ist es gerade recht. Was kann ich für euch tun? Hast du eine... Du hast nix. Willst du einen Fluch der Dummheit kaufen? Nö. Für euch. Aber natürlich, Schätzchen. Wenn das euer Wunsch ist. Dann machen wir dich wenigstens um dein Kleingeld leichter. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, das heißt, hier sind wir eigentlich fertig. Wir müssen nur noch ins Elfgesang und mit ihm hier reden. Schwätzt ihr mit mir? Hida, wartet mal! Ich muss euch was erzählen! Okay. Ihr seid doch Söldner, nicht wahr? Und keine Üblen umdrehen, nicht wahr? Ich habe sowas in dieser Richtung sagen hören. Das heißt, ihr übernehmt hier und da den einen oder anderen Auftrag. Mein Chef würde sich gerne mal mit euch unterhalten, falls ihr gerade Zeit habt. Es ist ihm viel an einer Besprechung mit euch gelegen und er will sie sich 50 Goldmünzen kosten lassen. Geht weiter, Fremde. Wir haben keine Zeit, die wir mit euch vertrödeln könnten. 50 Goldmünzen nur fürs Zuhören? Ein gutes Geschäft. Geht voran. 50 Goldmünzen mögen für ein Ohr reichen, aber ich habe noch eines, das unterstützt sein will. Ist ein gutes Geschäft. So ist recht. Folgt mir einfach. Ich zeige euch den Weg zur Gilde. Wenn ihr nach dem Kennwort gefragt werdet, es lautet
Gefahr wird. Wenn ihr dann in der Gilde seid, sucht einfach einen Mann namens Alatos Rabenmal. Turibult. Niklas Meister. Ein junger Mann namens Niklas gab mir 50 Goldstücke, damit ich mich mit seinem Meister treffe. Ich soll ihm zu einem Gebäude, zu einem unscheinbar wirkenden Gebäude folgen. Sollte ich nach dem Passwort gefragt werden, so soll ich Pfaffhart antworten. Hallo, mein Freund. Ihr da, was tut ihr hier? Ihr solltet hier verschwinden. Nee, es sei denn, ihr wisst das Kennwort. Ja, ich weiß das Kennwort. Nun, wenn ihr das Kennwort wisst, dann spuckt's aus. Pfaffhart. So ist richtig, Kollegen. Ihr könnt jetzt alle reingehen. Wie ihr wünscht. Mit Vergnügen. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Gewöhnlich interessieren mich lokale Angelegenheiten nicht die Bohnen, aber im Moment kann ich wegen der Eisenknappheit nicht mal neue Greifklammern kaufen. Oh. Wie kann, wie ihr gut wünscht. Gemacht, Safana. Ja, wenn das euer Wunsch ist. Wir werden kaum die Wachen rufen. Worum gut. Geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Hier könnte ich wieder rausgehen. Für euch tue ich alles. Aber natürlich, Schätzchen. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hallo, mein Freund. Ich schwör's, sie hat ihren Geldbeutel fallen gelassen und ich habe ihn nur aufgehoben. Ich wollte nie. Moment mal, ihr seid keine Wache, nur so ein Innen der Schlüffner, der mich bei der Arbeit unterbricht. Haut ab, sonst setzt was. Okay. Oberflächenbewohner können so dumm sein. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mit Vergnügen. So, hier ist auch nichts Worum, Besonderes wie ihr drin. Wünscht. Nur jede Menge Standard-Liebeszeugs. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, wie ihr wünscht. Der Schuck hier sieht besonders aus. Dann haben wir ihm gegen seinen Kopf. Taschenschliefstein ist auch nicht mehr so begiebig, wie es mal war. Das könnte einen Mann direkt dazu treiben, rechtlicher Arbeit nachzugehen. Ja, Husaben. Hier ist noch einer der Ausgänge. Oh, da ist schön. Handbuch des schnellen Handelns. Plus 1 Geschicklichkeit. Immer her damit. Ganz ehrlich, ich bin der Einzige, der diese Bücher wirklich was bringen. Die Welt unter, als dass ich nicht habe, was ihr braucht. Schwarze Lee, den Tag, an dem ich einmal nicht das habe, was ihr braucht, die wird es niemals geben, sofern jedenfalls der Preis stimmt. Was darf es heute sein? Denkt dran, Kredit gewähre ich nicht und ohne Bargeld gibt es hier gar nichts, schon gar nicht für Rekruten. Ja, sie hat auch Kugeln und Pfeile. Schutzumhang. Tränke hat sie ein paar. Vor allem Tränke der Meisterdiebeskunst, wenn wir sie mal brauchen. Schleuder der Umfehlband Treffsicherheit. ETW minus 2. Aha. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Nee, Neras Schleuder hat zwar einen schlechteren ETW, aber dafür macht sie mehr, hat sie einen Schadensbonus.
worum ihr braucht, nur zu fragen. Seid gegrüßt, Genossen. Ihr seid wohl die neuen Söhne, die Latus angehört hat. Ich bin Husam, hab ziemlich viel von euren Hintern gehört. Da habt ihr dem Eisenturm ganz schön eingeheißt, Sabalot. Ich würde mich gerne ein bisschen ausführlich mit euch unterhalten. Was haltet ihr davon? Einverstanden, was habt ihr zu sagen? Ihr seid ihr Söldner, die sich mit dem Eisenturm angelegt haben. Stimmt's nur, ich heiße Husam, ich bin ziemlich gut informiert bei euch. Hört mir mal gut zu, was ich euch jetzt zu sagen habe.